Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnomobits und der Gnodum 2 im neuen Part. Minecraft Arno, Part 98. Wenn ich nicht komplett falsch liege. Wir brauchen eine neue Spitzhacke. Wir haben unten alles verloren im letzten Part. So, Werkbank, Holz, Stein. Um uns erstmal eine Steinspitzhacke zu kraften. Ganz basic jetzt hier erstmal mit Steinspitzhacke. Und wir könnten auch ins Dorf zurück und uns dort Eisenspitzhacke craften und so weiter, aber ja. Ich will nicht mit der Lore die ganze Zeit nochmal fahren. Das ist, ja, das will ich mir jetzt auch sparen. So, Werkbank, Sticks. So. Was brauche ich nochmal für eine Spitzhacke aus Stein? 3 Steine brauche ich dafür nur. Okay, dafür holen wir uns erstmal eine Spielzeugspitzhacke. Holzspitzhacke. Die hält nicht so noch nicht dank. Aber die reicht, um 3 Steine abzubauen. So. Ein bisschen Holz sollten wir uns, glaube ich, trotzdem mitnehmen. Klitzekleines bisschen. Die Holzspitzhacke ist ziemlich schnell verbraucht. So, 2 Stück Holz. Ein bisschen mehr noch, falls wir uns mal was Neues craften wollen. Das Holz nicht verkehrt. Es vermehrt sich, wenn wir es zu Brettern machen. Aber gut. So, ein bisschen Holz mitgenommen. Joa. Falls wir es mal brauchen, so ein bisschen was. Ohne Holz runterzugehen ist ja grundsätzlich ja, verkehrt. Kohle und so weiter finden wir unten. Für die Fackeln und so. Jo, jetzt geht's hier erstmal durchs Wasser hinunter. Ja, die Fackeln hat's alles weggespült. Aber wir müssen jetzt zum Glück nur. Wir fließen hier ganz schnell runter. So tief sind wir gar nicht hier runter. So. Einen Ofen müsste ich noch bauen, um notfalls Eisen zu schmieden. Gut. Hier. Ein Stein. Also nicht ein Stein, sondern ein Stein. Hahaha. Da war jetzt besonders witzig. Oha. Kack. Die war dann. Da bin ich einfach runtergefallen. So kommt man auch irgendwann unten an. 3 Steine brauchen wir, glaube ich. Ja. So, Werkbank aufstellen. Hier sind auch keine Zombies in der Nähe. Das dürfte noch nicht so das Problem sein. Ja. Gerade mal kurz auf die Uhr gucken. 23:54. Wie lange nehme ich schon auf? 2 Minuten oder so. Ja gut. Dann weiß ich, wann ich Schluss machen muss. Ja. Hier, Steinspitzhacke. Sehr gut, wo wir Eisen finden. Machen wir uns bei der nächsten Gelegenheit gleich einen Ofen und eine Eisenaxt draus. Hier mal ein bisschen Stein mitnehmen, nur auf jeden Fall. Dass wir uns eine neue craften müssen. Ganz vorsichtig. Ich grab mich hier ganz vorsichtig runter. Sicher ist sicher, nachdem wir hier schon mal abgefallen sind. Abgefallen, abgestürzt. So.
Vorsicht, sonst geht's ja steil bergab. Okay, das ist safe, da können wir lang. Bis jetzt. Okay. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Eine Fackel. So, hab's hier durch. Die eine Fackel, die wir hier haben, setze ich mir ins Inventar. Okay, wo links? Hier links. Da gibt's Kohle. Auf jeden Fall sinnvoll, wenn wir uns Fackeln machen wollen. Diamant und so weiter, also Diamant als erstes und auch die wertvollen Stoffe kriegt man nur mit einer, nicht mit einer Stein, sondern mit einer Eisenspitzhacke abgebaut. Deshalb sollten wir uns schnellstmöglich Eisen suchen und eine Eisenspitzhacke bauen. Jo. Part 98, es geht aufs Finale hinzu. Staffel 1 endet bald. Folge 100 naht. Ja, ich werde jetzt hier in Staffel 1 noch keinen großartiges Finale machen. Also ich hatte eigentlich die Idee, ich hatte zwischendurch mal die Idee, dass ich halt zum Staffelfinale vielleicht irgendwas Großartiges mache gegen den Wilderkampf oder so, aber so weit sind wir noch nicht. So weit bin ich noch nicht, da habe ich noch, ja, ich bin noch nicht in der Lage, irgendwie gegen irgendwas zu kämpfen, also ja, machen wir das. Vielleicht kriegen wir das als Staffelfinale hin, dass wir hier irgendwie. Oh, Kacke. Nicht. Nicht schon wieder. Ich weiß jetzt, wie ich runterkomme. Und weiß dann auch, an welcher Stelle das ist, aber bitte nicht. Böse Monster. Ich war da nur am Dingens abgraben. So, hier. Mal schnell ein paar Fackeln machen. Die könnte ich gebrauchen. Ja, 41. Das reicht fürs Erste. Ob es nicht 42 sind. Ja gut. Das Holzspitzhacke, Steinspitzhacke habe ich jetzt hier. Holzspitzhacke können wir quasi wegwerfen. So, Eisen. Drei Eisen brauche ich dafür. Ja gut. Drei Eisen brauche ich für eine Spitzhacke. Ja gut. Ein Eisen bitte. Ist hier irgendwo? Das wäre ganz freundlich. Ich kann mir erstmal einen Ofen craften. Das wäre nicht ganz verkehrt. Wenn jetzt zumindest wieder an dem Punkt unten, wo wir in der Lava verreckt sind. Nein, jetzt nicht. Oh, Whetstone. Das habe ich zuvor gar nicht entdeckt. So, Ofen. Backe, backe, Ofen. Sehr gut. So, Kohle habe ich dabei. Eisenerz. Ich mache erstmal zwei. Ich grabe hier erstmal das hier ab. Redstone haben wir auch noch nicht genutzt. Was? Brauche ich wahrscheinlich eine Eisenspitzhacke für? Verdammt. Verdammt. So, zwei Eisenbahnen. Ja. Wir finden gleich noch. Mein Spitzhacke reicht dazu dann noch. Wir finden gleich Eisen. Irgendwo muss es hier noch was geben. Gibt es noch jede Menge Rotstein? Und das grabe ich erstmal in Eisenspitzhacke ab. Puh. Eisen können wir jetzt mit der Steinspitzhacke abbauen. Und mal was finden. Da drüben ist Eisen. Ich habe keinen Wassereimer mit. Ganz vorsichtig. Hier ist nochmal Eisen. So, Ofen. Hier mal um die Ecke, ganz frustig. Hier können viele Monster in der Nähe sein und spawnen vor allem. Ich bin angespannt. Gespannt wie der Flitzebogen eines Skeletts. Durchatmen. Da
haben wir erstmal nur eine Spitzhacke, aber besser als nichts. Das abbauen hier. So, wir haben genug für eine Spitzhacke. Sehr gut, so schnell geht das. So, die Rohstoffe können wir hier oben platzieren. Oh, die Lavageräusche machen mir Angst. Nein, das andere. So. Eisenspitzhacke. Steinspitzhacke zum Abbauen. Nehmen wir uns zumindest ein bisschen Rotstein mit. Eisenspitzhacke. Ja. Nice. Ein bisschen Rotstein einsammeln. Schon fällt's runter. Sehr gut. Da drüben ist noch mehr. Ist dicht an der Lava dran. Wir brauchen Wasser. Wir brauchen einen Wassereimer. Dazu haben wir nicht genug Eisen. Hier ist Eisen. Ich grab mich durch die Wand. Fackel ist meins. Fackel neu platzieren. Damit wir nicht im Dunkeln stehen. Das lockt Monster ein. Puh, Eisen. Ich glaube, wir brauchen auch nicht so viel Eisen für eine kleine Gießkanne. Nicht Gießkanne, sondern Eimer. So, Werkbank. Lässt du schön drin. So, zack. Ein Eimer. Können wir irgendwo Wasser suchen und uns hier mal den See endlich zuschütten. Fackeln haben wir genug, um das auszuleuchten. Das muss nicht die Lava erleuchten. Okay, 3 Eisen brauchen wir dafür. Ofen. 3 Eisen haben wir. Kohle. Hoffen, dass uns kein Monster wegweckt. Die Zeit vergeht gar nicht. Ich habe gerade auf die Uhr geguckt. Beim Aufnehmen vergeht die Zeit gar nicht. Gefühlt so gar nicht. Na gut, ich versuche mal etwas zu schaffen. Vielleicht finden wir heute schon ein bisschen was hier. Wenn ich sterbe, mache ich einen Rage Quit. Und dann ist es halt eine kürzere Folge. Ja. Ich werde wahrscheinlich sehr schnell sterben. Versuchen wir zu überleben. So, Wassersuche. Nein, erstmal Eimer craften. Concentration. Eisen haben wir hier. Jetzt nicht schon wieder alles verlieren, das wäre scheiße. Haben uns gerade schon wieder ein bisschen was gecraftet. Schon ein bisschen Rotstein gesammelt. So. Wo war das mit dem Eimer? Eimer. Den gab es hier irgendwo. Hier gab es den Eimer. Sehr gut. Mit dem Eimer baue ich gleich die Werkbank ab. Jo, Wasser suchen. Dabei nicht drauf gehen. Im besten Falle nicht drauf gehen. Das wird unproduktiv. Irgendwo hier hinten gab es Wasser. Gab's. Früher mal. Hier gibt es Eisen. Aber kein Wasser. Kleines Rinnsalwasser. Ah, hier. Gibt es ein Wässerchen? Hier sollte ich mal ausleuchten. Das ist doch hier. Creeper! Fuck! Bleibst du weg? Da drüben ist auch Wasser. Puh. Nein, hier nicht durchs Wasser laufen. Nicht durch die Lava laufen, meine ich. Hier erleuchtet die Lava nur. Puh, vorsichtig hier. Die Lava spült uns, das Wasser spült uns weg.
Puha, wir sollten uns hier einen Stein hinsetzen. Sind wir hier an einem ganz anderen Ende. Jetzt auch Rotstein und Eisen. Wie kommen wir hoch zur Quelle? Stein, Bruchstein. Ja, Erde können wir hier nicht gebrauchen. Puh, wir graben uns hoch. Na, nicht graben, aber... Noch einmal die Steinspitzhacke benutzen. Wo wollen wir lang? Darüber wollen wir. So, hier lang. So, zack. So, hier einmal. In der Hoffnung, dass hier nichts über uns auf uns hineinfällt. So, hier. Da sind wir noch goldrichtig. Hier mal eine Fackel aufsetzen. Eisen. Das können wir auch mitnehmen. Lass aber erstmal nichts liegen, weil ich brauche Wasser. Sehr gut. Genau. Hier nehmen wir mal nicht. Die andere Ecke war vielversprechender. Okay, hier das Lavabecken weggemacht. Sehr gut. Zum Glück bleibt immer noch ein bisschen Wasser übrig. So wird man die Lava schnell los. Ganz vorsichtig. Oh, verdampft. Tolle Wurst. Jetzt haben wir das Wasser auch verbaut. Ja gut. Wasser verdampft. Hol ich mir hier von was? Ich hab so Schiss, dass ich mir hier die ganze Zeit... Dass mich hier gleich... Von dem Küper hier... Freundchen. Bleib mir fern. Oh. Das ist kein Diamant, aber das ist auch was Tolles. Bleibst du da drüben. Jetzt müssen wir überleben. Vorsicht vor dem Küper. Was haben wir denn hier eingesammelt? Lapis Lazuli. Na, sehr schön. Jetzt müssen wir überleben. Böser Creeper. Bleibst du da drüben? Bleib drüben. Ich bleib jetzt hier. Das ist. Ich grab mich so durchs Wasser durch. Ich grab mich hier ans Wasser. Oben an die Quelle ran. Bleibst du drüben. Böser Küper. Aus. Hier mache ich meine Treppe. Ich sagte, ich mache mir eine Treppe. So kann ich der Küper nicht erreichen. Hier zu. Es kommt gleich ein Monster von hinten. So, die Spielzeugspitzhacke verbrauchen. Hier über uns noch. Ich hoffe, wir fallen nicht in eine Lava rein oder so. Ha! Jetzt bin ich über dir. Hier kannst du mir nichts. Tja, jetzt hier noch in die... Über mir ist eine große Höhle. Da könnte was kommen. Schön erleuchten. Sie ist doch schon kommen. So, hier mal rein. Sind wir vielleicht einigermaßen sicher? Irgendwo muss eine Quelle sein. Okay. Interessant. Das Wasser ist wohl weiter unten.
Aha. Wo ist die Quelle? Wir graben uns hier ein bisschen an die Quelle hinein. So, hier sind wir jetzt gar nicht mehr so sicher. Hier noch eine Fackel hin. Ich bin angespannt die ganze Zeit. So ist das auch nicht so toll. Hier unter uns, direkt unter uns müsste die Quelle sein. Ja, exakto. Nicht runterfallen. So, systematisch an die Quelle rangraben. Jo, hier. Na komm. Nimmst du mit? Sehr gut. Jetzt hoch hier. Damit uns der Creeper nicht. Okay, hier wieder rüber, hier wieder runter. Bleibst du weg, Creeper. Feiner Creeper. So. So. Hier können wir gleich noch eine Fackel aufstellen. Hier, Vorsicht hinter uns. Obsidian, ja, das können wir jetzt nicht abbauen. Da brauchen wir eine schlimmere Spitzhacke. Da ist noch ein bisschen Rotstein. Das nehmen wir uns mit. Das könnte fast schon Diamant sein. Vorsichtig. Hier mal Wasser drüber. Sehr gut. Und hier mal, dass jetzt Diamant ist. Diamant! Nice. Hier haben wir gleich 3 Diamant. 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 4 Diamant. Ich hab die Diamant gefunden. Yay, yay. Jetzt können wir das Spiel beenden. Jetzt können wir Minecraft Anno in Folge 98 beenden. Ach, Kacke. Ist der Rotstein in die Lava gefallen. Ich hab die Diamant gefunden. Und ich habe keinen Screenshot davon gemacht. Tja. Ich habe die Diamant gefunden. Vielleicht gibt es hier noch was mehr, aber... Ja, ich habe Diamant gefunden. Habe ich euch das schon gesagt? Nice. Brauche ich gar nicht mehr zu diesem Loch am anderen Ende der Welt dort zu rennen. Wo ich hinuntergefallen bin und gedacht habe, das ist womöglich Diamant, aber... Ich habe hier Diamant gefunden. Das ist neu hier in Minecraft Anno. Fantastisch. So, hier mal durch. Ich glaube, wir gehen jetzt, wir suchen jetzt einfach mal einen Weg zurück nach oben. Das ist das Richtigste. Wenn wir jetzt hier Diamant gefunden haben, jetzt ist das nächste, der nächste Creeper, der nächste Zombie, das nächste Monster, was uns tötet, gar nicht mehr weit. Müssen wir wieder einen Aufgang finden. Die Diamanten erstmal ins Dorf bringen. Holy moly. Endlich Diamanten. Endlich Diamanten. Ihr glaubt's nicht. Das glaubt mir keiner. Ich noob von den Minecraft Diamanten. Nach 98 Folgen, 97 Folgen. Nicht platziert, selbst dort gefunden. Automatisch dort. Automatisch generiert. Jetzt kommt hier gleich Lava auf mich zugeflossen. Ich bin geliefert.
höre doch hier schon Monster. Ich fühle sie. Die Monster. Im unerkundeten Bereich. Oh Mann. Da oben ist Licht. Es ist nur Lava. Ein großer Lavafluss. Aber er führt von oben nach unten. Vielleicht können wir uns vorsichtig dran vorbeigraben. Ganz vorsichtig. Auf Lavalöwe sollte man aufpassen, wo man lang buddelt. Sonst ist man geliefert. Au, Kacke. Wir laufen nur noch tiefer rein. Au, Kacke. Hier muss es doch von Monstern wimmeln. Ich habe den Punkt verloren, wo ich rausgekommen bin. Wir können uns jetzt ganz klassisch nach oben graben, aber ja, das muss auch nicht immer klappen. Wir werden sowas von sterben. Ich habe es auf Video, ich habe Diamant gefunden. Darauf kommt es doch an. Drüben sehe ich es glitzern. Ja, Zombie. Nein, Spinne. Nein. Skelett war das. Kacke, kacke, kacke. Wir werden sowas von sterben. Da kam ich wahrscheinlich gerade her. Wir könnten uns ganz noobmäßig nach oben bauen. Das werde ich, glaube ich, auch jetzt machen. Das macht zwar meinen Diamantfund jetzt wieder kaputt. Den Ruhm vom Diamantenfund. Aber ja, ich will jetzt hier nicht sterben. Das ist die Tatsache. Ich habe was hingesetzt. Ich habe mich verirrt. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich muss mich in gewisser Weise nach oben graben. Ein bisschen. Nicht steil nach oben, aber so ein bisschen vielleicht, um den Weg zu finden. Verzeiht es mir. Ich bin und bleibe ein Noob. Das wird sich nicht ändern, ob ihr hier seid und nicht. Ja. Es ist noch Obst im Haus. Ich schwitze mich hier zu Tode. Jetzt kommt die Lava gleich auf mich herab. Das ist, ich habe Todesängste. Ja. Lass mich nicht sterben. Nicht so. Ich habe Diamant. Ich habe Diamant dabei. Ihr seht ihr's. Diamant. Endlich Diamant. Ein Foto für Twitter. Gleich nach der Folge posten. Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. So weit unten sind wir doch nicht. Wir können uns einfach hochgraben. Zwei hebt sich grob, erhebt sich hoch. Hebt sich in die Grube rein. So chaotisch, dass ich mich jetzt hier nicht mal richtig hochgrabe. Nicht mal treppenweise. Eher voran als hoch. Hops. Oh, wei. Mit Diamanten im Gepäck ist man noch mal vorsichtiger. Die Musik ist beruhigend.
Wenigstens das. Naja, richtig brüllend nicht, aber... Jo. Mir ist jetzt so wichtig, die Diamanten zu retten. Das ist mir auch das wert, dass ich mich hochschaufle. Da schon mal Kies. Ist nicht schlecht. Das heißt, wir könnten schon mal langsam auf die Oberfläche kommen. Schon mal Kies-Ebene. Wenn wir Erde sehen, haben wir gewonnen. Hier mal gerade ein Fäckelchen pflanzen. Spitzhacke. Okay, aus dem Lavagebiet sind wir hoffentlich raus. Glaube ich, hoffe ich, denke ich. Na komm. Wenn wir oben angekommen sind, können wir feiern. Haben wir unten schon getan, aber... Dann laufe ich noch ins Dorf zurück und rette die Diamanten. So, die letzte Spitzhacke. Jo. Noch kann ich nicht durchatmen, noch sind wir nicht oben. Es gibt hier unruhigende Geräusche. Ah, ich kann schon nicht mehr sprechen. Beunruhigende Geräusche hier. Ich stelle mal fest, dass wir doch unter einem Gebiet aufwachen, wo es dann ja, hochkommen, dass dann unterm See und ertrinken da noch drin. Das wär's. Jetzt tauchen wir irgendwo auf, wo wir ja, unter Wasser, das wäre das Beste. Fließt gleich Wasser von oben auf uns hinab. Wir sind mitten im Atlantik, hier in Minecraft, im tiefsten Gewässer. Tiefsten Graben unter einem Tiefseepalast. Okay. Eine Höhle. Na, das ist doch hoffentlich nicht die. Sieht ja fast so aus. Haben wir hier gleich einen Zugang geschaufelt. Unter Tage. Für Ledermäuse, das ist nicht so gut. Dann kramen wir uns da gleich tatsächlich raus. Scheint hier eine Schlucht zu sein. Sieh schon ein bisschen Licht. Oder tue ich das nur so denken? So, hier noch ein bisschen Licht. Meine Spitzhacke ist gleich kaputt. Meine Gesteine haben wir jetzt genügend. Können wir uns zur Not auch noch ein bisschen was craften. Ja, chaotisch die Weise, wie ich mich jetzt hier durchgrabe. Ich weiß. Ich bin auch gerade chaotisch. So, Werkbank. Meine Spitzhacke. So, Eisenspitzhacke hat es nicht, aber... Holz haben wir doch noch ein bisschen dabei, oder? Holz aus Holz, genau dafür habe ich es mitgenommen. Sticks. So. Steinspitzhacke. Steinspitzhacke gleich. Diamant und Lapis Lazuli. Wundervoll. Steinspitzhacke. So, weiter hier. Na, die Werkbank können wir dann theoretisch weghauen, wenn wir raus sind. Hinterm Wasserfall, oder was? Hier ist Wasser. Okay. Versuchen wir uns mal lang zu graben. Ja, hier ist es auf jeden Fall nicht mehr so schlimm.
Sein, wir fallen hier wieder runter. Ja, das Tageslicht kann auch nicht mehr weit weg sein. Ich grab mich jetzt hier mal nach vorne in der Hoffnung, dass wir jetzt hier wirklich mal am Ende einer Schlucht ankommen. Scheint hier so eine Art Schlucht zu sein. So sieht's aus. Jawohl, da wollen wir nicht runterfallen. Die Schlucht ist tief. Das scheint schon das Gebirge zu sein. Das scheint dieses Gebirge zu sein, wo wir Staffel 2 anfangen wollen. Ja, Staffel 2 wird ja lustig. Ich mache jetzt erstmal ein Jahr. Ich mache jetzt erstmal ein Jahr frei von Minecraft. 2021 soll es dann mit Staffel 2 weitergehen. Ein bisschen Abstand brauche ich jetzt von Minecraft erstmal. Schauen wir mal, was wir in Staffel 2 dann machen. Planmäßig wollen wir uns dann irgendwie ins Gebirge reinbauen. Und uns eine Minecraft-Zwergen-Unterkunft bauen. So ein richtiges Zwergengebirge. Bitte, Tageslicht. Sieht nicht nach Tageslicht aus. Noch nicht. Ich wollte mich noch nicht nach oben graben. Hier geht es weiter runter. Und vielleicht sollten wir mal versuchen, uns ein bisschen wieder nach oben zu graben. Ein bisschen treppenmäßig. Autsch. Ein bisschen treppenmäßig was zu machen. Ja, vielleicht nicht ganz dumm. So, hops. Nicht die Spitzhacke für sowas verwenden. Kinder, nicht die Spitzhacke verwenden, Kies abzugraben. Dafür ist es viel zu wertvoll, auch wenn es eine Steinspitzhacke ist. Na, wenn das mal keine Erde ist. Da sind wir ja fast da. Wir graben uns ja die ganze Zeit. Das ist ja lustig. Wir graben uns ja die ganze Zeit unter der Erdoberfläche lang. War ja fast schon zu denken. Das ist doch Erde. Da sind wir hier. Da können wir uns schon freuen. Sind wir hier schon auf Erdlevel-Niveau. Ja! Tageslicht. Und hier oben gleich ein Creeper. Bats. Soweit wir rauskommen. Creeper. Okay. Ja, hier. Loch in der Wildnis. Wo sind wir hier? Wo sind wir? Wo ist das Gebirge? Nice. Jetzt sind wir erstmal draußen. Ganz durchatmen können wir leider erst, wenn wir im Dorf sind, aber der erste Schritt ist schon getan. Ist nicht kapieren. Durch Fellschaden oder so. Wolf, Kuh. Schon Tiere hier. Ah, und ich sehe da schon die Brücke. Nee, ich sitze hier nicht durch Fallschaden sterben. Das wird dämlich. Ziemlich dumm wäre das. So, an der Brücke müssen wir ja nur noch der Linie folgen. So, hier einmal runter. Hier hoch. Puh, ich freue mich so. Ich bin stolz auf mich selbst. Hast du fein gemacht, Zwergi. Auf die Schulter klopf. Diamant gefunden. Einfach großartig.
So. Na dann hier noch einmal durch. Durch die Wildnis. Das Dorf ist nicht weit. Über die Brücke und dann zack. Sind wir da. Das ist jetzt hier erstmal das Gebirge, aber ja. Zack, hier einmal hoch. Ein bisschen Stein hinbauen. Schadet dem Gebirge nicht. Ein bisschen Stein schadet keinem Gebirge was. Gut. Na, sehr nice. Sind wir hier in der Schiene angekommen. Sehr toll. Und jetzt laufe ich hier nochmal rüber über die Brücke. Oder fahre mit der Lore. Na denn. Es kann ja eigentlich fast nichts mehr schief gehen. Fast. Ich habe Diamant gefunden. Fantastisch. Na denn. Kleiner Zeitraffer hier oder kleiner Schnitt. Je nachdem, wie ich das dann im Schnitt machen werde. Bis ich drüben im Dorf bin. Bis gleich. Das Dorf. Und da kommen wir ins Dorf. Sind wir gleich da. Traut es einem Glück allein. Nice. Zu Hause. Nein. Nein. Nicht zurückfahren. Ist gar nicht gut. Ja, hier steckt man zum Glück links aus. Zum Glück, nee. Schaf, geh weg. Musste gerade das Schaf schlagen, tut mir leid. So, immer durch die Blumen laufen. Ab nach Hause, gleich mal in den Keller. Die Diamanten ablegen. Ja, da mich nach oben sollte ich dieser Part gefallen haben. Das war ja mal ein Part, also da will das mal. Das war ja, der Part war was wert, das also, haben wir was erreicht. Diamanten gefunden und zurückgebracht. Nice. Mach auf. Lapis Lazuli. Okay, davon hatten wir schon ein bisschen was. Diamant. Hier. Ich hab Diamant gefunden. Nice. Rein damit. 4 Diamant. Genial. Ist gesichert. Na dann. Können wir noch den Sonnenuntergang uns anschauen. Müsste jetzt gleich der Fall sein. Wo ist die Sonne? Wo geht sie unter? Auf den Turm. Ja, ich sag schon mal. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid und den 99. Part nicht verpassen wollt. Oder kein anderes Video auf meinem Kanal verpassen wollt. Wir sehen uns im nächsten Part, im 99. Part von Minecraft Arno auf meinem Kanal wieder. Bis dahin. Ich sag schon mal ciao, ciao.
Ciao, ciao. Ach, schön. Der Mondaufgang. Was ein schönes Bild zum Abschluss des 98. Parts. Im 99. Part geht's weiter. Bis dahin.